bei der Wahlkreiskonferenz der Sozialdemokratischen Partei. Obersteiermark wurden am Dienstag im Stadtsaal Bruck die Kandidatenlisten für die kommenden Nationalrats- und Landtagswahlen beschlossen. Die Kandidatinnen und Kandidaten präsentierten sich den 200 Delegierten und machten deutlich, 2024 ist das Jahr des Aufbruchs für eine gerechtere Zukunft. Sind Sie für die heutige Wahl gut vorbereitet? Wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben alle Listen kontrolliert, alle Excel-Dateien kontrolliert. Also von meiner Warte her wird das reibungslos ablaufen. Wir werden heute hier unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkreis Obersteiermark, das sind die Regionen Bruck, Mur, mit Zuschlag, Leo Meisenerz, dann das Murtal und Bezirk Lietzen, werden wir heute hier vorstellen und auch in geheimer Wahl dann bestätigen lassen. Es geht heute auch um die Nationalratskandidaten und vor allem auch um die Landesliste für die Nationalratswahl. Also eine ganz wichtige Konferenz hier in Bruck. Was erwartet sich die SPÖ von den Landtagswahlen? Ja, wir gehen sehr optimistisch in diese Landtagswahl. Wir haben eine Arbeit gemacht in den letzten 5 Jahren, wo wir glauben, dass wir eine Arbeit für die Steiermark, für die Steirerinnen und Steirer gemacht haben. Wir sind optimistisch und hoffen, dass wir bei der Landtagswahl eine Bestätigung bekommen für unsere Arbeit. Was hat sich beim Wohnbau in den letzten 5 Jahren getan? Wohnen war ein Thema, was die Menschen sehr bewegt hat und noch immer bewegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Viele unserer Landsleute wissen nicht, wie sie am ersten die Miete zahlen. Wir haben für die Steiermark ein Wohnbaupaket präsentiert und setzen es auch um, wo wir schon vielen tausenden Menschen geholfen haben. Wir haben die Mieten senken können, wir haben Zinszuschüsse gegeben. Aber was auch ganz wichtig ist, wir brauchen ja auch neuen Wohnbau in der Steiermark. Und da haben wir mit diesem Programm auch Akzente gesetzt. Insgesamt ist es jetzt so, dass wir hoffen, dass heuer und vor allem auch im nächsten Jahr der Wohnbau in der Steiermark wieder angekurbelt wird. Und das Ziel bei der Gesundheit? Ja, unser Ziel ist es auf jeden Fall, die beste Gesundheitsversorgung für die Steirerinnen und Steirer, insgesamt für die Steiermark. Und das nicht konzentriert auf Graz oder auf ein paar Städte, sondern wirklich für alle Regionen. Es ist noch viel zu tun. Wir brauchen viele Leute, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Aber unser Ziel ist es auf jeden Fall, alle Standorte zu erreichen, zu erhalten und vor allem auch die Gesundheitsversorgung in der Steiermark bestens abzusichern. Was ist Besonderes zu erwarten heute? Uns ist es eine besondere Ehre als Bezirk Bruckmütz-Zuschlag, dass die Wahlkreiskonferenz in Vorbereitung der National- und auch der Landtagswahl bei uns hier im Kulturhaus Bruck an der Mur stattfindet, was die ganze Obersteiermark betrifft, wo alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der Obersteiermark heute ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalrats- und Landtagswahl wählen werden. Und ich glaube, es wird ein gutes Jahr werden für die Sozialdemokratie, nicht nur in der Obersteiermark, sondern in der ganzen Steiermark. Kindergartenplätze und so weiter ist immer ein Thema, das sehr viele junge Familien bewegt. Die Kinderbildung und Betreuung ist ein wichtiges Thema, eine wichtige Säule, wenn es darum geht, eine Region mit Zukunft zu kreieren. Und ich glaube, uns sind auch bei anderen Themen in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, wenn man jetzt die letzten 5 Jahre Revue passieren lässt, vieles gelungen. Wenn ich zum Beispiel die Kinderbildung und Betreuung jetzt aufgreifen darf, da haben wir ein Maßnahmenpaket auf unsere Initiative hin im Landtag beschlossen. Wir haben aber auch, was leistbares Wohnen betrifft, ein Paket hier auf die Beine gestellt, die Wohnbauförderung neu in der Steiermark geregelt mit einer besonderen sozialen Handschrift. Das war uns als Sozialdemokratie auch besonders wichtig. Und was auch wichtig ist in Regionen wie der Obersteiermark, ist auch ein dementsprechendes Mobilitätsangebot. Und das ist vor allem mit Unterstützung von Toni Lang gemeinsam gelungen. Öffi-Ausbau, leistbares Klimaticket und natürlich auch viele Infrastruktur- und Straßenprojekte, die wir mit ihm gemeinsam umsetzen konnten. Es gibt 3 wichtige Wahlen. Heute hören wir die Spitzenkandidaten. Es werden die Besten präsentiert. Wir sind gut aufgestellt und ich freue mich auf die kommenden Wahlherausforderungen. Ich glaube, in der Steiermark und in Österreich wird es gut laufen. Was wird sich ändern in der Stadt Kapfenberg? So das Motto, das habe ich auch bei meiner Firmenübergabe gehabt, alles bleibt gut und manches muss noch besser werden. Also das werden wir verfolgen, dass manches nur besser wird, als es jetzt schon ist. Da gibt es einige Dinge, an denen man arbeiten kann. Ganz genau wird es dann sein, wenn ich das übernommen habe, dann wird man auch sehen, was für Visionen in Zukunft das es geben wird. Kapfenberg eine Sport- und Industriestadt? Ja, also definitiv. Also Sport ganz wichtig für die Stadt, die Industrie ganz wichtig für die Stadt, aber wir haben auch viele andere Dinge mehr. Wir haben unglaublich ein schönes Umfeld, wir sind eine grüne Stadt. Gibt es viele, viele Dinge, die wir
genauso haben, aber Sport und Industrie natürlich eines der wichtigsten Punkte, die wir in Kapfenberg haben. Wahlkreiskonferenz in deiner Stadt. Wie geht's dir dabei? Was sagst du dazu? Ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich hoffe, dass die Sozialdemokratie wieder stärkste Kraft im Land wird. Wir haben einen tollen Spitzenkandidaten, der wirklich, Toni Lang, der wirklich auf die Menschen schaut, denen es nicht gut geht. Und ich bin voller Überzeugung, dass das funktionieren wird. Heute Konferenz in Bruck an der Mur. Was sind die Ziele? Ja, ich glaube, die Sozialdemokratie will bei der Nationalratswahl und bei der Landtagswahl gewinnen. Wir wollen in der Steiermark wieder den Landeshauptmann stellen und das ist diese Regionalwahlkreiskonferenz ein guter Auftakt, um gemeinsam sich für diese Ziele vorzubereiten und gemeinsam auch diese Ziele zu erreichen. Ja, die Obersteiermark ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Steiermark, vor allem auch für die Sozialdemokratie. Hier sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Landes stark vertreten und da ist es natürlich uns wichtig, mit leistbarem Wohnen, mit guten elementarpädagogischen Einrichtungen, mit einer guten Gesundheitsversorgung dafür zu werben, bei der nächsten Landtagswahl, aber auch bei der Nationalratswahl Sozialdemokratie zu wählen. Bei der Wahlkreiskonferenz Obersteiermark wurden die Kandidaten und Kandidatinnen für die kommenden Nationalrats- und Landtagswahlen mit überwältigender Zustimmung gewählt. Der Wahlleiter gab bekannt, dass alle Kandidaten für die Nationalratswahl eine Zustimmung von mehr als 92% erhielten, während die Kandidaten für die Landtagswahl ebenfalls mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt wurden.